Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roleplay. Ja, etwas länger jetzt nichts mehr von mir gehört, außer halt das Best-of-Video. Und sonst tatsächlich ein paar Tage kein Roleplay gehabt. Tut mir sehr leid. Dafür geht's heute aber weiter. Endlich mal wieder. Ich freue mich auch. Ja, den Dammwildabschluss müssen wir noch erfüllen. Und da bietet sich eigentlich gerade eine relativ gute Chance, das zu tun. Gleich mal zwei mitgenommen. Ja, ich habe jetzt zwei geschossen, weil... Oh, das war mein Handy. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich brauchte noch eins mindestens, also um den Mindestabschluss zu erfüllen. Und ich kann aber noch vier schießen. Das heißt, ne, kann ich jetzt so handhaben, wie ich will. Ich habe jetzt einfach zwei geschossen. Reicht erstmal dann. Ich denke mal, oh, ich habe einen Chip geöffnet. Dann brauche ich erstmal gar nicht mehr Dammwild schießen. Weil, ja, reicht dann. Dann haben wir nur noch... Warte mal. Zwei frei. Ja, zwei. Warte ganz kurz. Zwei Dammwild haben wir denn jetzt noch frei. Ja, vielleicht schießen wir noch mal eins, aber wir wollen es nicht übertreiben. Ich habe den Mindestabschuss jetzt erfüllt. Und ja, eins. Und zwei. Und dann würde ich sagen, passt das. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und gerade heute zum Anfang des Videos haben wir gleich eine Doublette. Das passt. Und ich denke mal, verdammt wird, sind wir zumindest in diesem Video durch, würde ich sagen. Ja, eine Ricke würde ich ganz gerne noch schießen heute. Und dann sind wir ganz mit dem Abschlussplan durch. Dann muss ich nichts mehr schießen. Dann kann ich nur noch schießen. Ja, Ricke sollte eigentlich auch leicht zu bekommen sein, dass eine Ricke schießen. Ich weiß nicht, für die, die selber das Game zocken, wissen, das ist jetzt nicht unbedingt die schwerste Übung, denn da kommt auch schon eine. Das lassen wir doch gleich mal auf uns zukommen. Und das war die Ricke gemeint. Ich gehe ein bisschen zurück, damit sie hier auch mit Vollschwung angetrabt kommen kann. Und ich nicht Angst haben muss, dass ich mich überrennt, sondern Überblick habe. Ja, sonst gibt es nicht sehr viel Neues. Halt RP jetzt mal zu Ende führen. Und ja, jetzt warten wir mal erstmal auf die Richter. Wo stehen? Kommst du da raus, bitte? Aus deinem Versteck. Könnte auch sein, dass sie nicht kommt irgendwie, weil sie verschreckt ist oder so, aber wäre schon... Da ist er. Ja, war jetzt auch nicht der anspruchsvollste Schuss, aber naja, ne. Manch einer hätte auch da noch vorbeigehauen. Übrigens, da habe ich Kugel gefangen für die, ne, da hinten Kugel gefangen. Ja. Gut. Hätten wir das auch. Perfekter Treffer. Und die Kugel ist nicht mal durchgegangen. Da ist stecken geblieben. Für die, die dieses Diagramm nicht checken, ist da ist die Kugel dann immer gekommen. Und von da habe ich geschossen. Ist eigentlich selbst erklärend. So. Die haben wir dann auch. Und dann haben wir den Abschlussplan geschafft. Wuhu! Und das heute am 23.04. um 19:17 Uhr. Ich weiß, das interessiert euch gerade blendend. Ja, das haben wir jetzt erstmal soweit fertig, ne? Und dann, ja, gucken wir mal rum. Vielleicht schießen wir noch ein, zwei Sauen, wenn die uns über den Weg laufen.
Oder Rotwild kann ich auch noch mal nach ein, zwei Hirschen gucken. Ja, sonst aber eigentlich nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weiter und wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da vorne hat gerade in der Region einen Warnruf gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir den ja. Ich pushe mich mal mit euch da ein bisschen ran. Ja, ich bin tatsächlich jetzt schon. Da habe ich geschossen, die beiden Stück Dammwild und die Ricke. Und ich bin von hier bis nach da gelaufen, ohne einen Call zu haben oder irgendwas gesehen zu haben. Also frag mich bitte nicht, was da los war. Also, so wenig habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Muss ich ehrlich zugeben. Das hat mich echt erstaunt. Aber naja, man kann ja nicht immer so viel sehen wie am Anfang mit den Dammwildrudel da und der Eindrücke, die wahrscheinlich die Flüchtige war, die wir am Ende auch nochmal geschossen haben. Ja, naja, kann ja nicht immer so viel sein. Und jetzt hoffentlich geht es wieder bergauf, indem wir hier die Ricke sehen. Aber du musst down. Perfekto, da oben ist irgendwas weggelaufen. Ich habe es nicht gesehen, tatsächlich. Würde ich gerne wissen, was das war. Kann ich euch jetzt aber nicht mehr sagen. Vielleicht finden wir da eine Spur zu. Aber sonst kann ich euch das nicht sagen. Ja, diesmal ist der Schuss wieder nicht durchgegangen. Schade. Aber naja. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber in Real Life geht die Kugel ja eher mal durch als nicht durch. Ja, naja, bisschen unrealistisch, aber. Komm, darüber wollen wir uns jetzt nicht aufregen. Aus der Richtung kam ein Warnruf von der Ricke oder Bock und aus der Richtung von der Sau. Ich glaube, wir gehen lieber mal auf die Sau, weil wir die unendlich schießen können. Und auf einmal ist wieder so viel. Also, es, wenn da eben so ein Knoten wieder geplatzt ist, gefühlt. Naja, das lassen wir jetzt mal dabei bestehen. Das ist ja okay, wenn wir jetzt wieder viel vorhaben. So, sehe ich die Sauen schon? Nee, leider nicht. Vor allen Dingen, wie das Gras höher ist gefühlt als ich. Die Sau ist bestimmt da oben oder so irgendwie. Kann ich halt schlecht einsehen. Ey, Schnuffi, drück mich doch nicht so hier rüber, du Idiot. Mensch. Ey, dieser Schnuffi, ne? Der kann einem echt manchmal auf den Nerv gehen. Kann davon mal in der Woche stehen bleiben. Okay. Die Sau hat zwar gebackt, aber egal. Das, ja, egal, nehmen wir mit. Eine Zweierbike. Ich muss das mal alles eintragen. Ich vergesse das sonst noch einzutragen. Also ich muss noch die Ricke eintragen. Dann muss ich noch eine Zweierbache jetzt eintragen. Was war das andere Beine? Mal gucken. Das war ein Zweierkeller mit dem Topschuss. Und das hier oben. Hatte ich auf jeden Fall auch noch Kugel fangen. Kann mir keiner sagen. War auch ein Zweierkeiler. Okay, dann zwei Zweierkeiler. Boom, eingetragen. Okay, top, top, top. So soll das. Dann würde ich sagen, ich laufe nochmal weiter.
Vielleicht finde ich noch mal ein bisschen was. Das wäre doch noch mal top. Am liebsten wäre mir ja tatsächlich jetzt noch Rothirsch. Aber, weiß nicht, wie hoch da die Chance ist. Da steht auf jeden Fall ein Dammhirsch. Aber Dammhirsche darf ich eh nicht mal schießen. Na ja, ich würde sagen, wir sehen uns aber gleich wieder. Also, bis gleich. So, ich bin noch mal zu Lösch zurück, um die Abmord zu machen. Denn ich habe nichts mehr gefunden. Ich hatte noch zwei Hirsche vor tatsächlich, aber ja, ne? Der eine war passend, war aber viel zu schnell weg. Ich habe es gerade noch gesehen und dann der war spitz von hinten. Ne? Bin ich auch noch hinterhergelaufen, aber war nichts und der andere hatte eine Krone, heißt nicht frei. Ja, Schnuffi, hast du fein gemacht, kriegst ein Leckerchen. Aber ja, tut mir leid, Rotwisch wurde leider nichts mehr. Und auch die Aufnahme habe ich nicht so schnell mitbekommen. Tatsächlich sind sie sehr aufmerksam. Und ja, von daher, das heute leider nicht mehr. Aber wir hatten ja Dammwild, Schwarzwild, Rehwild im Video als Abschüsse. Und das Video, denke ich mal, ist jetzt auch wieder lang genug. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Like da lassen und auch gerne ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent seid. Das würde mich weiterhin ultra motivieren. Dann kommen hoffentlich auch mal wieder mehr Videos. Und ja, gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.